Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Danny spielt das. Wir stehen hier mit unserem IC1 in Risa und ich habe mir gedacht, da ja immer mehr der IC1 verschwindet, habe ich mir gedacht, machen wir noch mal ein kleines Video davon mit dieser 111/113-1 in einer wunderbaren Lackierung Bundesbahn alte Epoche in Rot. Ich würde sagen, wir schlüpfen hinein, weil wir müssen hier noch ein wenig aufrüsten. So. Zack. Was haben wir? Zack. Was ganz wichtig ist, das habe ich euch vorhin beim Anspielen schon vergessen, die Spitzensignale müssen wir auf weiß stellen. So. Jetzt haben wir nämlich ein Problem während der Fahrt. Die können wir aber auf normal stellen. So, die AFB müssen wir noch einstellen. Wenn die Tür mittlerweile verriegeln. Das können wir auf 40 stellen. Schließvorgang eingeleitet. So, Sicherungssysteme noch einstellen. So, wenn die Bremse lösen, dann können wir eigentlich auch abfahren. Würde ich sagen. Wieso haben wir denn jetzt keine... Hä? Jetzt funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das passt doch hier nicht. Wir müssen befreien. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und dann fahren wir los. Wunderschön, wunderschön. Dann fahren wir da in den Sonnenaufgang. So, wir können mittlerweile aufschalten auf 80. So. Fernlicht brauchen wir aber nicht. Ich war drücken 120. So. Dann fahren wir in den Morgen. Sagt, der IC1 wird ja immer mehr und mehr verschwinden und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, fahren wir noch mal eine schöne Strecke mit dem IC1. Schon lange nicht mehr gemacht, weil es gibt die IC1 Ausmusterung und das ist natürlich alles andere als schön. Wie gesagt, bis 2024 soll der Zug komplett ausgemustert sein. Das sind natürlich Nachrichten, die uns überhaupt nicht freuen, weil ich bin großer Fan dieses Zuges. Und ich denke mal, ihr auch. Wenn man so in YouTube guckt, und auf Instagram gibt es immer mehr und mehr Videos, die dem Abschied des IC1 ganz gewidmet sind und ja, sehr traurige Videos teilweise. Und deswegen habe ich mir gedacht, fahren wir noch mal ein kleines Video diesen wunderschönen Zug, der 101 vorne dran und den IC1 dahinter. Steuerwagen ist leider nicht vorhanden in diesem Spiel. Ich hoffe, der kommt noch nach, weil auch der gehört dazu. Was aber auch verschwindet, ist der Bordbistrowagen. Ja, weiß ich nicht, ob das alles so sein muss.
Es soll ja, wie gesagt, ein ICE-1 zum Einsatz kommen, ein modernisierter ICE-1 zum Einsatz. Auf den bekannten Strecken, wo im Moment noch der IC1 zu treffen ist, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist alles so eine Sache, ob das wirklich sein muss, sei mal so dahingestellt. Ich bin da nicht wirklich ein Fan von, dass der wegkommt, aber ja, wie gesagt, wir stecken nicht drin, wir können auch nur zusehen. Und uns leider traurig davon verabschieden. Wie gesagt, bis 2024 soll auch der letzte IC1 ausgemustert sein. Ab Dezember, also praktisch ab diesem Monat, gibt es schon keine Bordbistros mehr im IC1. Ja, es sind alles so Fakten, die mich so ein bisschen nachdenklich stimmen. Weil die Deutsche Bahn hat nicht so viel im Fernverkehr. Gut, wir haben die ICEs, die vier Generationen. Aber was haben wir sonst? Den IC2? Weiß ich nicht, ob man das wirklich jetzt vergleichen kann. Ich glaube, der kommt nicht so gut an. So haben wir denn jetzt keine Leistung mehr. Weiß ich nicht, ob das alles so sein muss. Also den IC2 kann man, weiß ich nicht. Es gibt natürlich bestimmt Leute, die auch den IC2 mögen, gar keine Frage, aber ich gehöre nicht dazu. Für mich ist der wahre IC der IC1 mit BR101 vorne dran. Mit Bordbistro, mit Steuerwagen, das ist für mich ein klassischer IC1, wie er sein muss. Und wenn das jetzt alles so zum Ende kommt, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Ich bin da anderer Meinung, sage ich ganz klar, weil ich bin, wie gesagt, Fan des IC1. Ich bin vor allem noch mehr Fan der 101. Und daher bin ich da geteilter Meinung, muss ich ehrlich sagen. So, was kommt denn da? Ein Güterzug. Sehr, sehr nice. Gezogen von der BR143. Oh, eine wunderschöne Lok. So, wir dürfen gleich 130. Während wir in den Sonnenaufgang reinfahren und die Sonne immer weiter aufsteigt. War schön. Gesagt, für mich war und ist der IC1 neben den ICEs einer der wertvollsten Fernverkehrszüge, die die Deutsche Bahn jemals auf die Schiene gestellt hat. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber meine Meinung ist das. 130, 160. Aber ich bin das vorhin schon mal gefahren, das Szenario. Aber aufgrund von kleinen Flüchtigkeitsfehlern habe ich hier dann eine Zwangspause kassiert. Unter anderem habe ich während der Fahrt gemerkt, dass ich das Spitzenlicht nicht anhabe. Habe dann die Zugsicherungssysteme ausgestellt, bin aufgestanden, habe Spitzensignale eingeschaltet, habe mich wieder hingesetzt und habe dann die Zugsicherungssysteme wieder eingestellt, was zur Folge hatte, dass ich eine Zwangspause kassierte. Dann habe ich Außenaufnahmen gemacht, beziehungsweise war die ganze Zeit draußen und habe dann irgendwann gesehen, dass wir eine Geschwindigkeitsbeschränkung haben. Wollte auf diese reagieren, habe aber dann schon, weil ich auch das Hatt aus hatte, also ich war die ganze Zeit so, habe dann natürlich nicht gemerkt, dass wir ein zu quittierendes Signal überfahren haben.
und habe dementsprechend nicht quittiert und auch wieder eine Zwangsung kassiert und habe mir dann gedacht, nee Leute, das tue ich euch nicht an, nicht wegen so dummer Fehler, sodass ich dann einfach nochmal gestartet bin. Weil das muss einfach nicht sein. Das ist jedenfalls meine Meinung. Weil ich fahre sehr, sehr gerne so. Wirklich, ich fahre am liebsten so. Nur man muss zwischendurch wirklich immer mal wieder nachschauen. Weil natürlich sonst man nicht auf die Signale reagieren kann. Und das ist natürlich ein bisschen doof. So, noch nach wie vor haben wir aber freie Fahrt. Aufpassen. Ich meine, das hat nicht allzu lange gedauert mit dem quittierenden Signal. SIFA. Was auf jeden Fall machen müssen, ist die SIFA drücken. Und nach wie vor 160. Schönes Bild. Wunderschön. So, schauen wir wieder. Immer noch 160. Nach wie vor keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Ich weiß jetzt nicht, wann genau das kam. Es war auf jeden Fall auf einmal da. Ich habe nicht aufgepasst. Vielleicht war ich vorhin auch irgendwie ein Stück langsamer, aber gut, ich hatte die Zwangsbremsung davor wegen des Spitzensignalproblems. Da hatte ich ja diese Zwangse und bin natürlich dementsprechend auch langsamer oder später ja an dem Punkt gewesen. Vielleicht hat es damit was zu tun gehabt, weil nach wie vor, jetzt. Doch bewusst, irgendwann kommt das. Genau, die 120 waren das. Da müssen wir jetzt gleich irgendwo quittieren. Das heißt, wir können eigentlich auch schon direkt auf 85 runter, oder? Wenn wir wieder quittieren müssen, müssen wir eh auf 85. Oder es gab die Zwangs, weil wir ab dem Signal, wo wir gerade dran vorbeigefahren sind, noch zu schnell waren. Das kann natürlich auch sein, dass ich deswegen die Zwangs kassiert habe im ersten Video, im ersten Versuch, sagen wir mal. Jetzt habe ich das natürlich pünktlich geschafft mit den 120, dass es keine Zwänge gab. Ja, dann war das deswegen. Da musste ich doch nicht quittieren. Ich war einfach noch zu schnell. Das mochte der natürlich dann nicht. Und quittieren müssen wir hier gar nichts. Können wir das erstmal wieder so machen. So, der 10. Dezember, ist bekanntlich ein Sonntag. Das heißt, dass ja auch nicht viel Verkehr auf den Straßen ist, weil ja, die Pendler und so weiter haben ja alle frei. Zumindest die allermeisten haben sonntags frei. Es gibt natürlich hier und da immer welche, die auch sonntags arbeiten müssen. Denken wir nur an die Pflege, denken wir an die Rettungssanitäter, an die Polizisten, an die Feuerwehrleute. Die haben natürlich auch Sonntagsdienst, immer im Wechsel natürlich, aber in der Regel ist natürlich da immer sonntags auch die Wache und so weiter besetzt, logischerweise. Aber ansonsten haben wir hier im Moment nicht viel Pendlerverkehr. Rush Hour bleibt außer diesem Sonntag.
So, springen wir mal wieder hinein. Dann kann ich auch die Signale besser sehen. Wenn ich da irgendwas zu quittieren habe. So, wie weit haben wir es denn noch? 20 Kilometer. Boah, das hört sich gut an. Können wir mal kurz einen kleinen Sprung. Ja, an die Wagen machen. Und dann sehen wir, dass da doch einige drin sitzen. Das ist hier hinten. Ihr seht's. So ein bisschen sind doch vorhanden. Und Fahrgäste. Das ist auch ein schönes Bild, oder? So, jetzt dürfen wir wieder schneller fahren. Mit 40, 160. In der Regel keine Quittierung zur Folge, sondern das gibt es in der Regel eigentlich nur, wenn man Geschwindigkeitsbegrenzungen zu erwarten hat. Dann gibt es immer mal wieder Signale, an denen man das dann auch bestätigen muss, dass man das die Geschwindigkeitsbeschränkung bzw. das Signal auch wahrgenommen hat. Das muss man dann halt quittieren. Tut man das nicht, gibt es immer gleich eine Zwangsbremsung. Und zwar bis zum Stillstand. Die kann man nicht vorher irgendwie deaktivieren oder so. Nein, eine PZB-Zwangsbremsung hat immer einen vollständigen Stillstand zur Folge. Anders als bei der SIFA, die kann man ja noch, die Zwangsbremsung kann man noch deaktivieren bzw. aufheben, indem man die SIFA drückt. Also nachträglich drückt. Aber das ist bei der PZB eben nicht möglich, sondern da steht der Zug. Und zwar voll. Also da kann man nichts verrennen. So, wir dürfen 160. SIFA. 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 SIFA Zwangsbremsung. So, ich habe die SIFA nicht gedrückt. Ihr habt es jetzt gesehen. Also muss ich einmal auf 0 setzen. Leistungshebel und wieder aufschalten. Und dann ist die Zwangsbremsung aufgehoben. Ich würde euch das jetzt einmal zeigen. Also die SIFA-Zwangsbremsung kann man, wie gesagt, aufheben, indem man die SIFA drückt, dann einmal den Fahrschalter auf 0 macht, also den sogenannten Nullstellungszwang, und da kann man wieder aufschalten. Und das ist bei der PZB eben nicht möglich, die bremst voll bis zum Stillstand. Auch wenn man vorher schon irgendwie PZB wachsam oder so drückt, bringt nichts, sondern da steht man wirklich komplett. Und erst dann kann man das aufheben. So. So, gute 15, 14 Kilometer bis Dresden-Neustadt. So, im ersten Halt. So, hier werden wir wahrscheinlich mitieren müssen, oder? Nee, doch nicht. Sah so aus. Auf jeden Fall müssen wir aber runter auf 130. Das auf jeden Fall. Ach, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Leute, was ist jetzt los? Kann doch nicht sein, oder? Da war doch kein Signal! Ja, da. Du hast die Zugbeeinflussung am Kopf. Ja, ist gut jetzt. Leute!
Türfreigabe. Alter Schwede, da war doch kein Signal, wo ich hätte quittieren müssen. Ich verstehe es nicht. Wenn ihr was gesehen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe nichts gesehen. Erstmal die Bremsen aufladen. Ich schaffe sowieso nicht pünktlich. Ich verstehe es nicht, sorry. Ich verstehe es nicht. Wo hatten wir da eine Zwangsbremsung? Warum überhaupt? Naja, manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Da war nichts zu quittieren, absolut nichts. Ich habe vorher am Signal quittiert. Wo ich gedacht habe, ich müsste quittieren. Da habe ich quittiert, da war nichts. Gar nichts. Dann auf einmal, mitten im aus heiterem Himmel, gibt es eine Zwangsbremsung. Auf freier Strecke, wo kein Signal ist, nichts. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe es nicht, echt nicht. Sorry, ist meine Meinung. Ja. Muss man wohl so hinnehmen. Naja, auf jeden Fall habe ich euch jetzt beides vorgeführt, beide Zwangsbremsungen. Aber sie fahren als BZB. So viel dazu. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Wunderbar. Das heißt, wir machen die mal Scheibenwischer an. So, dort vorne fährt ein RE, den wir jetzt überholen werden. Parallelfahrt. Ah, sehr schön, sehr, sehr schön. So, 160, da fahren wir die auch. Spät können wir eigentlich sowieso. So endet ein wunderschöner Sonnenaufgang in einem Schneechaos. Zum Abschied des IC1 fahren wir hier nochmal von Riesa nach Dresden, unseren IC1 am frühen Morgen des 10. Dezember 2023 mit allem, was dazu gehört, mit wunderschönem Sonnenaufgang, zwei Zwangsbremsungen bzw. einer Zwangsbremsung, einer Sifa-Zwangsbremsung, einer PZB-Zwangsbremsung und einem Schneechaos zum Ende des Szenarios, zum Ende der Fahrt. Was will man mehr? Alles dabei gewesen. Bitte ist nur noch ein rotes Signal, dann haben wir alles wirklich gehabt. Aber auch das ist nicht ausgeschlossen im Fahrplanfahren. Dabei Fahrplan fahren. Auch das gab es schon. KI ist vorhanden. Was will man mehr? Aber noch sind wir ja nicht da. Es sind immerhin noch 5,5 Kilometer bis Dresden Neustadt. Zum ersten Halt. Und dann haben wir ja natürlich noch die Fahrt bis Dresden Hauptbahnhof, wobei die halt zu vernachlässigen ist. Das ist ja noch wirklich nicht mehr weiter. Hier aufpassen. Wie gesagt, es ist nicht mehr weit bis Dresden-Neustadt.
kann gleich hier und da die ersten Geschwindigkeitsbeschränkungen auftauchen. Zum Beispiel da. Es könnte jetzt gut möglich sein, dass sich da was tut. So, zu spät sind wir eh durch diese Zwangsbremsung. Haben wir da jetzt ein paar Minuten verloren an Pünktlichkeit, aber das ist dann halt so. Zu ändern ist es jetzt sowieso nicht mehr. Habe ich mir gedacht. Jetzt haben wir nämlich die Arschkarte. Jetzt haben wir nämlich die Arschkarte. Jetzt haben wir nämlich die Arschkarte. Radschlupf wegen dem Schnee. Vielleicht geht das gut. Gerade noch so hinbekommen. Gerade noch so hinbekommen. Das ist nämlich der Nachteil, wenn es schneit. Radschlupf hier. Ohne Ende. Ihr merkt selber, auch beim Beschleunigen. Jetzt hier nicht mehr großartig beschleunigen, ist ja sofort da. Sagt, wir sind ein paar Minuten zu spät aufgrund diverser Vorfälle. Haben wir hier Gleis 1 dürfte das sein. Ne, 7, ne, 8. Okay, Gleis 8. Da steht doch schon angeschlagen, dass wir ein paar Minuten delayed sind. Wie das so ist bei der Deutschen Bahn. Türfreigabe. 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 Aber ja, wir sind trotzdem angekommen. Öffnen wir hier mal die Türen in Dresden-Neustadt. Dann sehen wir, dass es hier schon ordentlich geschneit hat. Also es kommt schon ordentlich was runter. Auch unser Zug hat schon einiges mitgenommen hier. Ihr seht es hier an den Puffern und an dem Unterfahrschutz. Da ist schon ordentlich angezuckert. Türen verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. Stellen wir es hier mal so ein bisschen drunter. Lösen wir die Bremse. Und dann fahren wir jetzt 2,9 Kilometer bis zum Hauptbahnhof. Langsam aufschalten.
Also, nächste Station, Dresden Hauptbahnhof, 7.55 Uhr eigentlich. Heute vermutlich 5 Minuten später. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir den End- und Zielbahnhof Dresden Hauptbahnhof. Fahrplanmäßiger Halt 7.55 Uhr, heute voraussichtlich 5 Minuten später. Wir bitten dies zu entschuldigen. Sie fahren. 60 gleich zu erwarten. Habe ich schön in den wunderschönen Dresdner Hauptbahnhof ein. Vielleicht eins meiner nächsten Tourziele. Wer weiß. Habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen für nächstes Jahr. Den Bahnhof mal einen Besuch abzustatten. Reizt mich auf jeden Fall. Dort steht eine Hamsterbacke und wartet auf Weiterfahrt. Und wir dürfen hier quittieren. Und unter 85 bleiben. Ich denke, das schaffen wir. Und dann haben wir gleich ein gelbes Vorsignal. Das rote Hauptsignal befindet sich dann am Bahnsteig, also am Ende des Bahnsteigs. Hier dürfen wir wahrscheinlich nochmal quittieren, oder? Nee, noch nicht, tun es trotzdem. Ich traue dem Ganzen nicht mehr. So, hier gibt es, glaube ich, nichts zu quittieren. Nee. Das rote Signal ist für das Nachbargleis, genau. Fahren wir dem Dresdner Hauptbahnhof entgegen. Sie fahren. Da kommt das gelbe Vorsignal. Gehen wir gleich runter 40, würde ich sagen. Ich hasse es. Zugbeeinflussung. So, dann fahren wir schön geschmeidig und gemütlich an den Bahnsteig. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen jetzt den Hauptbahnhof in Dresden. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Dieser Zug endet dort. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts, keine persönlichen Gegenstände im Zug liegen lassen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit der Deutschen Bahn. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bald wieder in einem unserer Züge begrüßen dürften. Im Namen der Deutschen Bahn sagen wir Ciao, Servus und Tschüss. Ausstieg in Dresden in Fahrtrichtung links. Sie fahren. So, da wären wir. Links die Türen.
machen hier mal die Scheibenwischer aus, weil hier riecht, schneit es ja nicht. Und dann steigen wir einfach mal aus, würde ich sagen. Was sie brauchen wir immer hinter der Mauer. Komm, aber egal, lassen wir das. Dann haben wir es einigermaßen hinbekommen, hier anzukommen. Mit einigen Fehlern, würde ich sagen. So. Dürfen die Türen verriegeln. Und dann wird sich das hier mit Sicherheit jetzt beenden. Schließvorgang eingeleitet. Würde ich jetzt mal vertippen. Genau. Geschwindigkeitsüberschreitung haben wir nicht überschritten. Beziehungsweise die Geschwindigkeit haben wir nicht überschritten. So haben Diamant erhalten immerhin. Trotz dessen, dass wir eine Zwangsbremse kassiert haben und hier und da blub. Ja, diese Fahrt hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil doch ein wenig was passiert ist, was ich so nicht geplant habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Video zum Abschied des IC1. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, was euch gefällt, wie ihr die Ausmusterung von des IC1 findet, die ja zum Jahreswechsel stattfinden soll. Wie gesagt, meine Meinung ist, es muss nicht sein. Ich mag den IC1, ich finde ihn sehr, sehr schön. Auch die 101 ist sowieso meine Lieblingsbaureihe. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mich freuen. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Restsonntag, passt auf euch auf. Macht's gut, ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Spätestens nächstes Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer The Danish Speeders. Nochmals vielen, vielen Dank für 16.000 Abonnenten, ihr seid der Hammer. Ich habe euch ja ein wenig was in die Community gepostet, ob ihr ein 70k Special-Abo Abo-Special haben wollt oder erst ab 20k. Votet fleißig, ich bin gespannt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer The Danish Speeders. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.